jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Land. Ich heiße Annette Brüschweiler, bin Museumspädagogin und Kulturvermittlerin. Ich habe ein mobiles Workshop-Angebot entwickelt für Museen und Schulen. Es heißt Zuckersieb. Heute sind wir im Ortsmuseum in Binnigen. Die Butter stellen wir auf traditionellem Wege mit alten Werkzeugen her. Das wird schon richtig gut. Danach vergleichen wir die selbst hergestellten Produkte mit gekauften, konventionell hergestellten. Wenn man nicht weiß, was man isst, ist man nicht beeinflusst und schmeckt viel intensiver. Was ist die selbstgemachte Butter? Sie ist süße. Hier erleben wir altes Lebensmittelhandwerk. Den Most pressen wir. Füllen ihn ab und verkorken ihn von Hand mit alten Geräten. Dank Swisslos und vielen freiwilligen Helfern kommen nun Schulklassen und andere Gruppen in den Genuss, ihre Sinne zu schärfen und Neues zu erleben. Jeder ist ein Apfelsaft.